sehen wir dann da auch schon. Ich weiß jetzt nicht, he? Das, was ich da oben sehe, ob ich das von oben zugegangen habe oder nicht. Aber ich zeige euch schon mal, was ich meine. Da hinten scheint irgendein kleines Durchgangsloch zu sein, he? Mit irgendeinem Balken. Das heisst, na, das heisst, ich laufe jetzt mal erst weiter. Ja. Uiuiui. Da kommt immer ein bisschen etwas oben runter, wie es aussieht. He? Ja, wir sehen. He? Okay. Da geht es weiter rauf. He? Und da oben liegt auch so ein Stamm. Du. Das ist meiner, kommt er gerade demnächst oben runter. Ah, das sieht nach Gemäuer aus. He? Oder es ist einfach nur ein bröckeliger Stein. Ja, das kann eher ein bröckeliger Stein sein. He? Ich glaube nicht, dass das Gemäuer ist. Okay, gehen wir weiter. Ja, doch, das könnte ich sehen sein. Das sieht total unnatürlich aus. Jetzt gehen wir hier mal schnell. Ja, drei Braben und schauen das von dieser Seite an. Ja, da sieht es auch wieder so aus. He? Ja, ich würde jetzt fast sagen. Ja, genau, ich habe das schon richtig gesehen. He? Ich muss schnell den Rucksack recht fest machen. He? Das muss eine von den wenigen Mauerreste sein, die wir da vermutlich sehen. Weil da vorne, die, wo wir sonst meine Filme schauen, die wissen, dass ich mich immer erst oder irgendwie so noch um die Ruinen herumlaufen. Da kennt man oder entdeckt man an meine Sachen, die man sonst nicht so sieht. Und das ist jetzt offensichtlich tatsächlich so. He? Ja, mein Gespür ist, das hat mich bis jetzt sehr selten im Stich gelassen. Deckel mal, da geht das Loch ab. Oh ja, das ist der Rest von der einen Mauer da. Ist ja cool. Haben Sie es auch gesehen? Und hier erkennen wir noch schön, he, aufgrund von der Farbe, die Steine, die sie verwendet haben, die rötlich sind. Hier oben hat man, oh ja, wie mache ich das jetzt? Moment schnell, ich muss Hand wechseln, weil das doch ziemlich rutschig und schräg ist hier zum Auflatschen, Klettern. Und hier drin erkennen wir, dass hier, seht ihr, bereits einmal Ausbesserungsarbeiten stattgefunden haben. He? Mit dem Mörtel, der zwischen ihnen ist. Das hätte man vermutlich einmal sichern. Das kann man jetzt nicht vorstellen, dass das so alt ist. Also ja, so alt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das aus dem 11. Jahrhundert ist oder so. He? Das hätte man irgendwann einmal restaurieren vermutlich. Okay, okay. Jetzt bin ich da oben hinter dieser Wand. He? Die einen mögen jetzt meinen, ich bin gemein, die anderen meinen vielleicht, es ist gut, aber die Wahrscheinlichkeit, dass solche Leute, die das machen, auf meinen Film gelangen, ist wahrscheinlich sehr, sehr klein, weil ich nicht so ein grosses Publikum anspreche. Schade, aber ich mache es halt gerne, mir egal. Besser wäre es, wenn mehr bei mir wären, aber ihr seht hinter mir, darum stehe ich hier. Da ist so ein Loch. Und warum das Loch da ist, hat einen Grund. Als ich reingeschaut habe, habe ich gedacht, den Kopf soll ich da in den Müll liegen lassen. Unglaublich. Und wenn man das genauer anschaut und liest, dann kann man da drauf lesen. Official Geocache. Also, deswegen können die einen meinen, ich sei gemein. He? Schaut doch mal an. Die das kennen, Geocaching, he? Da kann man Schätze suchen, die sind irgendwo versteckt.
Ich habe jetzt wieder mal einen per Zufall einen gefunden. Das ist nicht der erste, der in einer Ruine liegt. He? Wo der andere war, sage ich euch nicht, die, die meine Filme schauen. Jetzt habt ihr eine Aufgabe. Wenn ihr einen Geocache bei einer Ruine finden wollt, müsst ihr meine Ruinenfilme schauen. In irgendeinem habe ich einen Geocache gefunden. ja, wie auch immer. Also, weiter geht's. Da haben wir auch noch so einen roten Stein. He? Da werden wir den einzigen Stein vermutlich finden, wenn wir hier das Geröll anschauen würden. Ah, ja. Hey, hey, hey. Ja, he? Hui. Ja, super. He? Da sehen wir auch noch so felsiges Zeugs. Aber den anderen Punkt sehe ich noch nicht. Dafür sehen wir hier noch einen Grenzstein. He? Jetzt werden Sie sicher auch noch sehen, was ich sehe. He? Von hier sieht man nicht wirklich, dass es eine Ruine ist. He? Aber ja, das wart mal. He? Cool. Ich sehe schon das nächste Ort, wo ich hingehe. Da zeige ich euch dann die Aussicht. Aber vorher sehen Sie mal hier einen Blick, wie ich das sehe. Ja, das war so der Blick gewesen. Und hier sehen wir, he? Wird wahrscheinlich nicht sehr oft benutzt, aber es gibt hier auch noch Grill mit, hä? Da hat irgendein Tier auf den Grill geschissen. Aha, okay, Warnung einblenden, dass es nicht alle reinschauen. He? Dann haben wir hier, sieht es auch noch nach einem Weg aus, da kann man wahrscheinlich auch irgendwie rauf, ich bin halt jetzt ganz drum herum gelaufen. Da gehe ich wahrscheinlich runter. He? Ja, ich muss. Da sehe ich eine Mauer. Ah, das ist die andere Mauer, die ich vorher von unten gesehen habe. Ja, da gehen wir auf jeden Fall nachher noch runter. He? Da gehen wir den Weg zurück. Aber jetzt. He? Jetzt gehen wir einmal hier. He? Wir sind 1303. 1303 hat der Thüring von Ramstein einen Basler gefangen genommen. Dann hat aber aufgrund dessen Basel die Festung angegriffen hier und zerstört. Aber sie ist dann auch wieder aufgebaut worden. Das sieht schön aus hier mit diesen Bäumen drauf. Hier. Wunderbar. 1518. Politische und wirtschaftliche Schwierigkeiten haben den Ramsteiner dazu gezwungen und genötigt, die Güter und alles drumherum an Basel zu verkaufen. Hier innen ist wahrscheinlich ja, noch mehr oder weniger ziemlich schattig.
Also der Handel ist ja eigentlich erst 1522 offiziell genehmigt worden. Man hat dann auch, ja, die 1518 hat man einen Vogt aufgeschickt. Und man hat umfassende Sanierungsarbeiten vorgenommen. Also 1522 hat man mal etwas saniert. Aber ich vermute jetzt mal nicht, dass das von 1522 ist, was wir gesehen haben. Weil das geht in der Geschichte noch weiter. Also, bleibt neugierig. Hier auf dieser Seite. Auf dieser Seite geht es ziemlich runter. He? Da haben wir die Felswand, wo das Ganze getroffen ist. Da hat man die Felswand wahrscheinlich gerade genutzt für die Ruinen. Das sieht nicht aus, als wenn das aufgebaut worden ist. Ja, das ist so, hä? Jetzt überlege ich mir gerade noch. Ja, ja, komm, du musst nicht lange überlegen. Ist nur ein bisschen blöd, he? Da komme ich fast nicht durch. Machen wir es so. Da haben wir da einen um den Baum rum. So. Eieiei. Je nach Wurzeln he, kann man sich noch gut dran heben. Dann gehen wir da unten rauf. Dann können wir hier drauf steigen. Da muss man immer ein vorsichtig sein oder es gar nicht erst machen, was ich mache. Weil wenn das nass und rutschig ist, wie ihr schon gesehen habt, ist das hier nicht sehr praktisch zu laufen. Aber es geht jetzt gerade so. He? Dann schauen wir mal hier. Was hat man hier nochmal? Ich nutze lieber den Steinweg. So, he, da. Dann hier. Gleich ja den Fuß, den ich in die Hand hatte. Den Fuß habt ihr gesehen, wo er ist. Vorne die Hand wieder anlegen. He. Hinten mit dem anderen Fuß abstoßen. Ja. Und hier sieht es auch schon aus. He. Wie wenn das mal Stufen gewesen wären, wo man hier rauf kann. Und dann haben wir hier ein Riesenloch. Das war wohl eine Zisterne. He? Okay. Cool. Spannend. Also, jetzt laufen wir hier noch etwas drumherum, ohne dass wir das Loch runterfallen. Ja. Wunderbar. Oh, fein. Fein. Wisst ihr, was das ist? Das ist Vitamin C. Aha. Da hat scheinbar mal etwas drin gesteckt, modernes. He? Mit einer Fahne. Vielleicht haben sie sie weggenommen, weil die Ruine nicht mehr sicher ist. Ja, sonst müsste hier auch noch eine Absturzsicherung sein, he? Dass man nicht reingeht. Wahrscheinlich haben sie das hier so belassen. Ja. Da ist eine zweite Ebene hier unten. He? Wir sind wahrscheinlich jetzt oben auf dem Hauptturm, wobei, warum der Hauptturm jetzt die Sterne hat, okay, sieht mir so aus, aber ich würde sagen, das ist der Hauptdecke da hinten, am obersten Teil. Dann zeige ich euch jetzt noch schnell, wo wir hergekommen sind, den Weg. He? Von dort unten, he? Von diesem Haus, sind wir dort im Wald, also nicht dort oben, dort hinten sind wir aus dem Wald rausgekommen vorher. Irgendwo dort zwischen den Bergen durch, hinten oben und hinter dem Hügel bin ich gesehen, von dort bin ich gekommen. Und dann bin ich irgendwo da hinten über das Berggebiet durchgewandert mit euch vorher. Dort, weil da ist wieder ein Goldswil. Das ist so quasi die Wanderroute, die ich jetzt gemacht habe mit euch. Ganz speziell, mal etwas anderes. He? Ja, und so werde ich auch wahrscheinlich den Filmtitel nennen für das Film, den ich jetzt mir gerade spontan überlegt habe. Ruine Rammstein bewandern, Klammer auf Umwegen. Irgendwie so. He? Weil es gibt ja direktere Wege, um hier hinzukommen. Aber da ist es jetzt darum gegangen, euch eine Wanderroute zu zeigen, wo ihr zur Ruine kommt. Kommt bei mir nicht unter Kategorie Ruine. Wandern, sondern unter Kategorie Ruine, weil es eine Ruine zu bewandern gegeben hat.
Weil Wandern mache ich ja Kategorie, machen, wo Routen von der Schweiz mobil drin sind. Und das war jetzt durch eine andere Route, wo ich immer wieder in eine andere Richtung bin. Deswegen kommt das nicht in meine Kategorie. Wandern rein. Nur falls da mal irgendjemand auf die Idee kommt zu fragen, warum das nicht in der Kategorie Wandern bei mir ist. Das hat den Grund. Ja, wenn ich jetzt hier oben drauf stehe, dann haben wir ja gesagt, stimmt, da hinten runter. Jetzt schauen wir noch schnell, was ich so in die Richtung sehe. Von dort hinten sind wir vorher raufgekommen. Hier bin ich dann am Fels entlang. Jetzt gehen wir hier wieder runter. Auf die Plattform runter, wo der Grill ist. Und dann gehen wir dort das Weg, das ich vorhin gesagt habe. Und dann schauen wir noch, was dort unten ist. Ja, sind wir wieder unten. Jetzt gehen wir mal hier schnell schauen, was wir hier sehen. Also schnell, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, oh. Da stehen wir vor dieser Mauer. Ich gehe jetzt nicht hier lang, dort lang, von aussen durch. Ja, schau mal an. Das ist interessant. Im oberen Teil sieht man, da ist ein richtig dicker Baum rausgewachsen, der hier drin hat, in diesem Mauerwerk, wenn man es so nennen kann. Und wenn wir einen Blick zurückwerfen, das kann ich euch jetzt einfach nur einmal so empfehlen, wenn ihr einen Weg runterlauft, ja, die wenigsten machen es, man läuft den Weg nicht zurück, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, laufen wir noch mal ein Stückchen zurück, weil dann seht ihr plötzlich andere Sachen, wie jetzt hier zum Beispiel. Wenn man zurückschaut oder ein bisschen zurückläuft, dann sieht man auch hier, auf dieser Seite, dass hier auch noch Mauerreste sind. Das heisst, es war auch noch mal ein Teil hier, dass hier auch noch mal etwas hat. Wie ich schon vorher gesagt habe, dass dort oben sieht seltsam aus, dass das der Hauptturm könnte gesehen sein, wegen dem ganzen Loch, das da drin ist. Die haben wahrscheinlich früher das Wasser wieder oben gehabt, damit sie es vielleicht haben können sichern von weiteren, ja, weiß nicht, Angriff. Oder vielleicht haben sie es wollen abfließen lassen. Keine Ahnung, was da jetzt der Sinn dahinter gesehen könnte sein. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber das, was ihr jetzt gerade hinter mir gesehen, wo ich jetzt runtergekommen bin, die restlichen Mauern, die noch oben sind, das ist ein Teil des Hauptturms. Also der Hauptturm hat sich hier drin befunden. Das war die Ringmauer vom Hauptturm, der jetzt hier noch sichtbar ist. So meine Recherche jedenfalls. Ich rede hier auch noch von Recherche und nicht von meinen eigenen Gutdünken. Wobei ich dann wieder andere ich hätte hier auch andere Meinungen dazu, aber ich tue Recherchenmeinungen, ich tue Rechercheberichte und nicht meine Meinung. He? Nicht immer. He? Und so wie die Ringmauern, die ihr hier gesehen habt, müsst ihr euch vorstellen, wir sind vorher auch überall hier in den Felsen, wo wir hinten rum sind, dort am Felsen entlang hochgeklettert und sind wir ganz hochgegangen. Da ist noch der Felsen weiter. Da gehen wir hier nachher weiterführen und ganz drum um die Felsen entlang. Es soll hier scheinbar, wir haben ja gesehen von unten, es hat noch Felsreste gehabt, Mauerreste beziehungsweise, dort war noch ein Loch gewesen, ganz am Anfang. Das war also eine Ringmauer gewesen, wo man sich vorstellen muss, wo hier die ganze Burg geschützt hat. Ja. Also, jetzt sind wir dann schon bald am Ende. Jetzt laufen wir ein Stückchen weiter runter und dann ja, schauen wir mal. He? Ihr habt jetzt hier den Rest von mir am Ende zu berichten gesehen und andere Informationen sind inzwischen reingekommen. Ich habe mal eine neue angesehen, wie ich das Film gestaltet habe. Also. Überall, he. Da oben haben sie auch viel abgeholzt. Da hat es auch überall Bäume, die abgerissen sind und umgekehrt sind. Jetzt gehe ich hier nämlich wieder ein Stück rauf. Ich möchte hier noch ein bisschen von unten, nicht ganz unten, sondern von der Mitte. He. Wir sind hier im mittleren Teil jetzt anschauen. Jawohl. Hier oben können wir nämlich auch schon wieder etwas sehen. Ein Mauerstück. He. Das vermutlich, genauso wie die Recherchen sagen, muss das hier unten irgendwie der Zwinger gewesen sein, wo wir uns befinden. Das heisst, ein Zwinger ist ein geschützter, geschlossener Raum.
wo eben von diesen Mauern umgeben war, von den Ringmauern. Auf den Ringmauern oben hatte es einen Wehrgang, gehabt, wo man patrouillieren konnte. Und auf diesem Wehrgang hatte es wieder Mäuerchen gehabt, mit Zinnen drauf, oder, wo man sich dahinter verstecken kann oder vorne kommt, zum Nachschauen und schießen oder etwas runterwerfen. Ja, und wenn wir jetzt gerade so schauen, wo ich vorher gesagt habe, wo wir da oben waren, he? Wir sind da unten ja beim Hauptturm, was jetzt Sinn macht für euch, he? Und für mich auch, der obere Teil im oberen Bereich war bei denen der Wohnbereich gewesen. Deswegen ist vermutlich genau deswegen das Loch da gewesen, wo sie das Wasser rausgeholt haben. He? Wie auch immer jetzt sie das Wasser müssen da aufschaufeln, he? Wahrscheinlich früher noch nicht so einfach gewesen, aber dort oben war der Wohnturm, da hätten wir das Rätsel auch gelöst. He? Und da unten, ja, mit dem ganzen Zwinger, da ist man dann einfach quasi, wenn man die Burg angreifen wollte, man musste das Tor durchbrechen, wenn man nicht außen raufgekommen ist. Und wenn man ins Tor reingekommen ist, hat man sich nachher in diesem geschlossenen Ringmauersystem befunden. Ja, und hinter mir ja noch die Felswand, also ist man da quasi wie eingesperrt gewesen. Und nachher hatte es oben auf dem Wehrgang natürlich Leute gehabt, die das bekämpft haben, was unten drinnen ist, was nicht reingehört. Und deswegen nennt man es Zwinger, weil man wie eingesperrt war in einem Zwinger. He. So meine Theorie aus diesen Recherchen betreffend Zwinger. Ja gut, he. Also, soweit war es das hier dazu gewesen. Ich gehe jetzt hier wieder runter. Wir sehen uns unten, weil ich noch neugierig bin, he. So wie es halt ist. Ich will überall etwas sehen. Weil mir nimmt es noch Wunder, was das Loch dort auf sich hat. Und dann berichte ich gerade weiter, wenn ich wieder da unten bin, wo ich zu diesem Loch gehe. Da ist Stachelig. Irgendwie jetzt bei den Löchern immer stachelzig. Oh ja, das sieht ziemlich ausgewaschen aus hier. Da geht es nie an, da ist es dunkel. Da geht es raus, da kann man durch. Da zieht es gerade. Ja, da kann man raus schauen, da geht es nie mehr an. Jo, das war es dann von gesehen. He? Vielen Dank, dass ihr auf meinem Kanal sind. Danke für die drei Leute, die da sind. Und danke für die neu dazugekommen sind, warum auch immer. Weil ich bin ja sehr vielseitig und möchte viele Sachen zeigen. Und habe speziell für jeden seinen eigenen Kanal. Deswegen findet ihr bei mir alles. Erzähl es also weiter. Bei mir gibt es alles Mögliche zu sehen. Super, also, wie sage ich immer? Bis zum nächsten Film. Jo, ich befinde mich jetzt schon auf dem Rückweg. Ja, ich wünsche viel Vergnügen. He? So wisst ihr gerade Bescheid. Den Weg zurück müsst ihr selber finden. Da geht dann einfach alles hier im Weg entlang. Und ich habe gesagt, wo Reigoldswil ist. Kurze Zwischeninfo. Da oben bei diesem Haus, wenn wir gerade runtergelaufen sind, da kann man mein Glas kaufen, je nachdem, wann halt die das verkaufen. Jetzt kommt mir das nämlich gar wieder bekannt vor. Da habe ich nämlich schon noch mal eine Tour durchgemacht. He? Von hinten her bin ich wohl gekommen. Dort muss ich jetzt nämlich auch warnen. Und dort hinter der Waldtour, ich zeige es euch jetzt trotzdem, und dort oben ist Tafel. Jetzt gehen wir dort hinten durch auf Reigoldswil runter. He. Ich bin ja nicht so gemein, he. Aber von dort oben sind wir jetzt gekommen. Dort oben am Berg, he. Nicht ganz so weit, so dort. Wir sind hier runtergelaufen, dort wo es Glasse gibt. Hier durch. Und jetzt sehen wir hier noch die Landschaft. Wo es runtergeht, he? Richtung Reigoldswil. Da geht es nachher irgendwann hier hinten runter, wenn ich es auf Reigoldswil führe.